Ach Gott sei Dank, es geht weiter mit Princess Charming, der Wohlfühl-Trash der Woche. Manche finden es überraschend langweilig, ich denke mir nur so, das ist doch wunderschön. Und auch diese Folge wird wieder ein bisschen cringe, aber auch wunderschön. Und irgendwie freue ich mich drauf auf die 6. Folge von Princess Charming. Woo! Ja, Leute, die letzte Folge endet ja damit, dass wild rumgeknutscht wurde und alle miteinander Spaß hatten. Natalie, dass der Princess gesteckt hat, aber nicht gesagt hat, wer rumgeknutscht hat. Das kam allerdings auch alles raus. Leute wurden rausgekickt, aber das alles wurde nicht richtig aufgeklärt. Ist aber auch jetzt erstmal für den Anfang der nächsten Folge komplett egal. Und wir haben gleich wieder Spaß. Wer sich natürlich die ganze Folge reinziehen will, kann es natürlich gerne machen auf RTL Plus. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne diesen Kanal hier abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß. Haben wir bitte, oder? Ihr habt Spaß, oder? Ich habe auch Spaß. Und wir steigen rein. Doch langsam weist die Villa gewisse Gebrauchsspuren auf. Alter, das ist ein Saustall. Viel Dreck und es mieft und... Und Nina denkt sich nur so, Alter, bei der Princess habe ich gesehen, wie wunderschön und sauber es ist. Und jetzt komme ich wieder in die Villa zurück und denke mir so, no, no. Hier muss mal sauber gemacht werden. Ich muss das erstmal richtig sauber machen. Ja, ich muss das erstmal sauber machen. Herbert, ich komme... Der kleine deutsche Herbert, der kommt dann da schon raus und sagt, hier, mach halt dich an die Regeln und mach richtig. Und mach sauber und wie sieht's denn hier aus und das geht ja gar nicht. Und irgendwie, ich lieb's eigentlich manchmal, wenn man so morgens aufwacht, ist einfach so, no, das geht hier nicht mehr und man muss einfach putzen und danach ist alles sauer und denkst dir so, jetzt kann der Tag richtig beginnen. Kennt man das manchmal? Das ist geil, oder? Ja. Ja, ist ja so. Machst du das Bad? Ja. Soll ich dir helfen? Gerne. Und ich finde voll lieb, dass Elsa dann direkt fragt und mithilft und also von sich aus und gut. Also ich meine, auch toll, dass Nina es macht und dass Elsa aber sofort unterstützt. Nett. Pluspunkt. Gefällt mir gut. Runterkommen, Yoga machen, bisschen mich um meine PMS kümmern. Alles, was Glückshormone ausschüttet. Auch Melanie macht sich bei einem morgendlichen Kaffee Gedanken um ihre Bedürfnisse. Das sah gerade nicht so aus, als ob sich Gedanken über ihre Bedürfnisse macht. Einfach nur so aufs Leben klarkommen. Gott, ist das hier seltsam manchmal. Naja, groß Gedanken machen und groß putzen kann man dann eigentlich nicht. Also es wurde ein bisschen ordentlicher, aber wir sind ja auch hier für Dates und da muss man auch wieder hin. Ich will mein Einzeldate haben. Gabi, Natalie. Yes. Ja, ich freue mich riesig auf das Date. Alena. Und Melanie. Diese vier dürfen jetzt auf das Date. Und das hat da manche überrascht, weil die waren so, hey, vier von uns waren letzte Woche auf dem Gruppendate und Nina hat ein Einzeldate und es blieben ja vier übrig. Und jetzt hat Melanie schon wieder ein Gruppendate und Jazz darf zu Hause bleiben. Also, warum denn Melanie? Melanie ist meine größte Konkurrenz heute und ist tatsächlich auch eine Person, die sehr flirty ist. Und dementsprechend wird es, glaube ich, eine heiße Geschichte heute. Oh mein Gott, warum muss Natalie eigentlich jetzt alles mal so als Konkurrenz sehen? Die ist auch jetzt mal so, okay, ich bin jetzt auf dem Date. Wer ist mein größter Feind? Wen muss ich besiegen? Das ist so, Leute, chillt doch mal. Also klar, es ist ein Konkurrenzverhalten da. Es ist so, ihr müsst die anderen fertig machen. Ihr müsst fertig machen. Na, ihr müsst ja, klar... gewinnen am Ende, um das Herz von Marlene zu kriegen, aber so ein Konkurrenzding, das macht es doch nur schwieriger. Freust du dich oder? Ich freue mich mega. Sehr gut. Ich habe voll Bock, ich habe auch Bock mit euch. Ich freue mich auch richtig, nur ich dachte so, okay, wenn das doch nicht so geklärt ist jetzt mit Melanie oder ich glaub, so. Ich glaube, wir sind alle nicht nachtragend. Könnte schwierig sein. Ich glaube, wir sind alle nicht nachtragend. Nein, wir sind alle definitiv nicht nachtragend. Es kam ja raus, dass Natalie ein bisschen was erzählt hat, beziehungsweise Melanie hat es verstanden, dass Natalie ein bisschen gepetzt hat wegen dieser ganzen Kurs-Action, da war sie nicht happy. Und Natalie jetzt war, nee, wir sind alle nicht nachtragend. Oder wenn ich mal wieder irgendwas versendet habe, sind wir nicht, ne? Melanie? Ja, ja. Melanie, ist das für dich easy, dass wir zusammen gehen, oder? Weil ich freue mich. Hä, was ist euer Film jetzt? Ihr Film war. Ich bin gerade hier so, hä? Also wir freuen uns alle, damit, dass wir gemeinsam gehen. Ja, natürlich freuen wir uns auch. Und Melanie glaubt ja Natalie bisher auch. Also Natalie meinte so, nee, ich habe der Madeleine nichts erzählt. Und Melanie so, dann glaube ich dir. Ich bin der Vertrauensselige, das ist okay. Und sie weiß dann auch nicht, dass Natalie gelogen hatte. Wenn ich mit dir flirten möchte und sich das ergibt, dann flirte ich. Ja, genau. Ich würde ja auch flirten mit also ich würde ja auch mit euch, weißt du, was ich meine? Deswegen so. Einfach authentisch sein. So. Damit kann man nichts falsch machen. Na, da bin ich mir nicht immer ganz sicher. Also ich finde auch schön, wenn Leute authentisch sind. Aber manchmal denke ich mir so, wäre es mal besser nicht gewesen. Und ja, wenn Natalie jetzt wieder anfängt, cringe zu flirten, was sie auch ganz oft ganz gerne tut, während die anderen jetzt dabei sind, oh, das könnte wieder seltsam werden. Aber mal gucken, ne? Mach's gut! Tschüss, ihr Süßen! Habt ihr alle Sonne im Bauch? Ja. Habt Spaß! Ja, wie lieb auch von Elsa nachgefragt. Habt ihr euch auch alle eingecremt? Nicht, dass ihr nachher noch einen Sonnenbrand bekommt. Die ersten Tage hat hier keiner dran gedacht. Ihr seid alle aus wie so ein Hummer. Jetzt Sonnencreme, ne? Gut. Von Koh Samui liegt die Kingdom Sanctuary. Ein geschützter Ort für Elefanten,
an dem PflegerInnen, sogenannte Mahouts, für die Tiere sorgen und ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Oh mein Gott, Madeleine hat sich irgendwie gerade als Lilis Zwillingsschwester entpuppt, oder? Aber es ist mal wieder ein Elefantendate. Man kennt es langsam in Trash TV. Es wird sehr oft verurteilt von den Zuschauern, aber geändert wird es nicht. Wir haben wieder Elefanten. Ja, süß. Krass. Ich bin total geflasht. Ja, ich auch. Also die Elefanten sind aber auch neugierig. Beziehungsweise, okay, sie sehen das erst und denken sich so, Menschen sind da, Touristen sind da, die füttern uns gleich wieder. Los geht's. Und die Menschen so, oh, wie zutraulich. Die wollen nur futtern. Guten Appetit. Hier. Dass gleich alle Frauen auch so eine Verbindung mit den Elefantinnen gespürt haben und ja gar keine Scheu hatten, sondern direkt so waren, oh wie toll, und sich direkt verbunden gefühlt haben. Das fand Madeleine ganz schön. Und da würde ich mich fragen, welcher normale Mensch würde da am Zaun stehen und die Elefanten kommen näher und du bist so, no, da bin ich raus. Also wahrscheinlich gibt es ein paar Leute, aber die meisten sind doch so, geil, ja okay, ich bin dabei. Oder nicht? Also wenn du da schon stehst und die Elefanten ankommen, sagst du doch nicht so, ja, war nett, aber ich geh weg. Macht man nicht, oder? Natürlich ist bei diesem Date auch wieder Zeit für Einzelgespräche und da ist Melanie ganz vorne mit dabei. Verstehe, es ist auch komisch für mich. Ja? Ja. Also es wird immer schwieriger. Mhm. Ich merke, dass es für mich auch schwieriger wird, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich emotionaler mehr auf die Situation einlasse. Und das ist natürlich ein Zeichen auch dafür, dass sie Madeleine mag. Allerdings ist es halt auch, wenn wir jetzt alle jetzt nur noch über dieses Gespräch reden, ja, es wird emotional schlimmer für mich und anstrengender und ich lasse mich mehr darauf ein und es macht mich verwundbarer, lernt man dann die Person mehr kennen, weil das ist ja irgendwie normal, oder? Oh ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich versuche halt zu sagen, wie sich das anfühlt. Obwohl ich nicht so gut bin mit sagen, wie ich mich fühle. Okay. Ehrlich gesagt. Fällt dir schwer. Mhm. Und da muss man auch mal sagen, es ist, glaube ich, auch nochmal bei Princess und Prince Charming und generell bei den ganzen Dating-Formaten nochmal was anderes, sich vor Personen zu öffnen. Weil ich könnte mich auch einer anderen Person, der ich vertraue, öffnen, aber währenddessen ist ja da ein Kamerateam drum. Also irgendjemand mit dem Ton am besten noch, eine Kamera, irgendjemand, der noch die ganze Zeit mit rumläuft. Hast du drei Leute gerade hinter den Kulissen da stehen und gucken sich das ganze Gespräch an, so 2 Meter entfernt und du bist so, ja. Dann rede ich mal über meine tiefsten Gefühle jetzt. Ist die Zeit gekommen, das ist der passende Moment hier. Die Kameraleute müssen echt die ganze Zeit durch die Kamera gucken. Melanie und Madeleine waren auch sehr touchy. Das ist schon ein doofes Gefühl, wenn man dann daneben steht und zuguckt, ne, und wartet, bis man dann selber mit ihr sprechen kann. Ne? Ja, aber da muss man ja irgendwie drüber stehen und das ist jetzt auch nicht so wild, oder, Nathalie? Komm, ich mach's. Will sich einer von Willst uns zwei? Wir gehen alle hin. Sollen wir alle hin? Ja, wir gehen alle hin. Komm, wir gehen alle hin, ja. Dann fühlt sich einer der Idiot, der Lackaffe. Oh mein Gott, okay, also die haben jetzt gesehen, oh mein Gott, die haben ein schönes Gespräch, die sind ein bisschen touchy. Das crashen wir jetzt einfach mal, das will ich hier nicht. Cool. Ja, nice, danke. Wollen wir weiterziehen? Yes. Danke für das Gespräch. Danke dir für das Gespräch. Oh, und die sind jetzt also auch wirklich nur hingegangen, damit die nicht mehr weiter miteinander reden können. Das ist ja wirklich Support auf jeder Ebene. Während die allerdings dann weiter ihr Date haben, wird auch in der Villa nochmal ein bisschen gequatscht. Natürlich, wie es mit Madeleine ist, was es da für Probleme gibt, was alles so aufgeklärt werden sollte. Und einiges wird da wieder besprochen. Schön mit Madeleine und dann schaut sie halt mit so vielen auf einmal rum. Weißt du, was ich meine? Ja. Guck mal, ich bin auch eine Schlotzmaschine so, aber von Anfang an direkt zu viel. Das verunsichert mich. Weißt du, nennt Küssen Schlotzen? Oh Gott, sorry, ich hatte ganz kurz einen Ekel. Eine Ekelwelle hat mich getroffen. Schönes Wort dafür. Allerdings, das, ja, verstehe ich das verunsichert. Gerade auch, wenn du den Kuss mit jemandem teilst und die aber alle anderen durchküsst, ist auch so, ja, so besonders scheint es dann ja nicht gewesen zu sein. Ja. Wo sich ja gestern schon zurückgehalten hat, ne? Soweit ich weiß, war ja gestern... Keiner. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht. Lilly, hast du gestern mit Madeleine rumgeknutscht? Nicht gesagt hat? Nee. Nee, ich glaube auch wirklich, hat niemand mit Madeleine rumgeknutscht. Ach nee, doch nicht. Steffi hat doch mit Madeleine rumgeknutscht, ist dann allerdings rausgeflogen. Zählt es dann? Nee, zählt nicht, ne? Ich finde, jetzt keiner dabei, der Bubert sagt. Nee. Ich habe aber komplett vergessen, diese Pool-Action irgendwie zu erwähnen. Das war für mich so irrelevant, dass ich Kopf hatte. Warum hätten wir das erwähnen sollen? Ich glaube, es kann keiner das erwähnen, oder? Doch, Nathalie. Ja, und jetzt kommt es dann nochmal raus. Nathalie hat darüber geredet. Aber eigentlich hat Nathalie ja gesagt, hat sie nicht wirklich drüber geredet. Nathalie hat es gesagt? Ja, natürlich. Ich hätte gar nicht mitgemacht. Warum sagt Nathalie das? Ja, ich doch rumgeknutscht. Weil sie nicht so eine Nathalie ist. Ich habe auch nicht rumgeknutscht, würde es trotzdem nicht sagen. Das glaube ich der Elsa auch. Ich meine, sie hat auch nicht drüber geredet. Also Elsa hat es auch gar nicht gejuckt. Die war so, okay, ich knutsche alle miteinander rum. Aber hat auch bei Madeleine keine Andeutung darüber gemacht. Und das war auch wieder cool. Also man muss es doch nicht machen. Also klar, die Leute sollen es selber Madeleine erzählen. Aber andere, das den vorwegnehmen, ist einfach Quatsch. In mir löst es aus, dass ich Nathalie genauso eingeschätzt habe, wie ich mir schon von Anfang an gedacht habe. Das ist nett.
Spaß. Nee, kein Spaß. Sie meint es, glaube ich, wirklich so. Aber auch natürlich Spaß. Ein dummer Witz. Oh, Peter. Das ist ja kein Witz. Sieht ja das Lache. Zurück zum Date, Leute. Andere Leute wollen natürlich auch noch Einzelgespräche haben. Und jetzt sei Lena dran. Ja, das ist ja super. Weiß nicht. Möchtest du dich noch mal rantasten? Ja. Ja? Ja. Können wir rübergehen? Ja, warte mal. Guck mal, die lächelt dich doch so an. Ja. Natalie auch wieder sofort, jemand anders führt ein Gespräch mit der Princess? Also, man spürt bei ihr schon sehr starken Druck, ne? Und hoffentlich wird es dann nicht unangenehm noch. Ich finde das voll schwer, so unter Druck jetzt hier die rauszureißen. Lass uns mal nicht darüber beschweren. Lass uns einfach... Ja, ja, aber weil ich mir so... Das auch, ich finde das auch. Weil mir so... Dings. Und es bringt doch auch jetzt nichts, dann die ganze Zeit auch so hibbelig zu sein. Also klar, manche Leute sind halt so und manche machen sich dann nochmal einen Druck und nochmal mehr Druck. Aber das ist ja... Nee, also da macht es ja Gabi richtig, ja, ich habe auch Druck, aber lass einfach mal chillen, bitte. Es bringt doch nichts, also es bringt ja wirklich nichts, objektiv. Aber Natalie kann das nicht. Ja. Dankeschön. Oh Mann. Kann ich auflösen? Natalie. Let's go. Let's go. Ja, und Madeleine scheint auch nicht mehr ganz so der Natalie-Fan zu sein. Also es scheint so, dass sie immer noch von Natalie angezogen ist, aber sich trotzdem auch denkt, was ist da eigentlich los? Was soll das? Ja, ich sollte das eigentlich. Denkst du, das könnte im richtigen Leben funktionieren? Dafür kenne ich dich tatsächlich noch zu wenig. Mhm. Dafür müsste ich noch Dinge über dich erfahren, Zeit mit dir verbringen. Ich finde allerdings, die Frage von Madeleine lässt auch schon tief blicken, dass sie auch schon ihre Zweifel hat. So, glaubst du, es passt im wahren Leben zwischen uns beiden? Weil sie scheint nicht mehr so überzeugt. Oh nein. Aber es ist halt für mich echt irgendwie schwer. Mit mir zu reden? Nee, nicht mit dir zu reden, sondern mich generell fallen zu lassen und in so einer Situation zu sein, wo irgendwie 10 Frauen dich gut finden und ich ja auch schon weiß, dass da ja auch schon körperlich Dinge passiert sind und so. Und das jetzt redet Natalie auch nur wieder darüber. Also es passiert ja auch sehr häufig, dass jedes Mal das Gespräch mit Natalie ist, hey, ich bin mir unsicher. Also klar, wenn du es mal erwähnst, hey, ich fühle mich gerade unsicher, passiert, macht jeder mal, ne, ist ja normal. Aber bei Natalie sind alle Gespräche, hey, können wir reden? Oh, ich bin irgendwie so unsicher, ja, ich finde dich interessant, oh, ich bin mir unsicher. Und dann am nächsten Tag, hey, können wir nochmal reden? Oh, ich bin immer noch so unsicher. Ja, da kommt ihr ja mega weiter. Ich weiß nicht, was genau das ist und auch wenn sie mich echt todesfrustriert, fühle ich mich krass angezogen zu ihr. Oh mein Gott, dein Ernst. Also unterm Strich ist es einfach charakterlich, passt es nicht, aber Madeleine findet sie hot. Toll. Eine sexy Bucketlist. Und da steht halt auch drauf, dass ich mal... wundert mich nicht, dass du was hast. Das wundert mich nicht, hab ich gesagt. Dass ich mal wirklich... Das war jetzt aber auch ein krasser Gag, Natalie. Das wundert dich nicht, dass Madeleine sexy Bucketlist... Okay. Ja. Bei mir ist schon einiges abgearbeitet von dem, was ich machen wollte. Okay, da ist also nichts mehr drauf, was du noch ausprobieren wollen würdest. Und tatsächlich hat Natalie dann ein paar Minuten gefühlt nachgedacht. Also wirklich, es waren so 15 Sekunden und dann so, nee. Danke, okay, super spannend und es ging dann auch noch weiter. Natalie, dich würde ich fragen, ob du noch bleiben möchtest. Ja, gerne. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass noch jemand bleiben darf. Hä, war das nicht super klar? Und wahrscheinlich, dass du die Person bist, die dann bleiben darf, weil du extra noch fürs Date ausgewählt wurdest, obwohl du beim letzten Gruppendate auch dabei warst. Und tatsächlich auch, Gabi hatte jetzt kein Einzelgespräch, die war jetzt dabei, hat immer so ein bisschen vor sich hergelächelt und durfte ihr nach Hause fahren. Und die war die letzten 3 Folgen oder so schon nicht mehr präsent. Also irgendwie, ich weiß doch nicht, was das mit Gabi ist. Warum bist du überhaupt hier? Da war ein Elefanten-Bibi. Oh. Also mit so ganz kleinen Härchen. Eine hieß Lilly. Oh. Ja. Und dann. Nein. Meinst du das? Und dann. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen süß, aber die sind auch ein bisschen langsam durch, oder? Die so, dann gab es ein Elefantenbaby, das heißt Lilly. Bam, Nina und Lilly am Flan. Okay, sie haben sehr viele Gefühle in sich. War die Situation zwischen dir und Melly gut? Ja, ich fand schon, ja. Okay, schön. Melly ist total die easy Frau und wir haben es miteinander geklärt, ja. Okay, perfekt. Ich glaube auch einfach, dass es ein riesen Missverständnis war. Also, sie hat ja gedacht, dass ich irgendwie verrate, dass ihr da alle rumgemacht hat im Pool. Ja, und es war ja auch ein riesen Missverständnis, dass sie das gedacht hat. Das war genau das, was Natalie getan hat. Also, Natalie hat angesprochen, dass alle rumgeknuscht haben im Pool. Wo
Oma ist das Missverständnis. Ich habe Madeleine lediglich gefragt, wie wäre das für dich, wenn ich im Haus rummachen würde? Und dann hat sie mich gefragt, wieso? Und dann habe ich gesagt, nur so. Und dann hat sie gesagt, ist es hier spicy im Haus geworden? Und dann habe ich gesagt, dazu sage ich nichts. Okay, interessant. So ist es nicht passiert. Also ich kann mir vorstellen, wirklich, dass Natalie sich das einredet, dass das so passiert wäre. Aber so war es ja einfach nicht. Aber eigentlich war da trotzdem so, alles klar. Aber dann kann sich Madeleine ja trotzdem denken, was passiert ist durch diese Andeutung. Also durch diese Ausrede von Natalie denkt sich eigentlich schon so, okay, das ist ja schon gelogen. Das ist nicht mein Bier, ihr zu erzählen, wenn ihr rummacht. Macht, was ihr wollt. Ja. Und das ist das, was mich so extrem verletzt hat, weil ich mir gedacht habe, wie kannst du von mir denken, dass ich so eine Bitch bin? Es hat mich so verletzt, dass die Person angenommen hat, dass ich etwas getan habe, was ich halt auch wirklich getan habe. Oh Gott, Natalie, das wird echt, die Folgen werden immer schlimmer mit dir, das ist nicht mehr gut langsam. Es wäre auch schön, wenn du jetzt wieder gehst. Da kann man machen, hier so zwischen den Elefanten, da kommen schon ein paar. Voll schön. Wollen wir anstoßen? Ja. Ich muss gestehen, Leute, wenn ich da jetzt sitzen würde, ich könnte mit Madeleine kein richtiges Gespräch führen. Ich wäre die ganze Zeit so, Tiere, ich wäre voll nicht dabei. Mich mega gut ernährt, mega gesund, habe immer gekocht. Und das tat mir auch sehr gut. Ich bin nur tatsächlich ein bisschen zu depressiv, um mich gesund zu ernähren. Und was machst du jetzt gerade dagegen? Also machst du eine Therapie oder? Ja, okay. Genau, ich bin in Therapie. Stark, finde ich gut. Richtige Reaktion, wurde nochmal geklärt. Und tatsächlich finde ich auch schön, wie die ganze Mental Health Sache nochmal in dieser Staffel beleuchtet wird, häufiger angesprochen wird. Auch einfach, dass es so kräftezehrend ist, wenn du in deinem Kopf da irgendwas nicht ganz stimmt, dass du irgendeine psychische Probleme hast, dass da dass sich so runterzieht im Alltag, dass du für vieles keine Kraft hast und das Ausstehen natürlich nie verstehen, weil du ja ganz normal wirkst. Und ich finde es schön, dass das so gesagt wird. Schöne Sache. Oh, schöne Sache, Harry. Sehr schön. Hattest du schon mal Therapie? Ja, ich mache seit anderthalb Jahren eine tiefenpsychologische Analyse. Ja. Ich gehe einmal die Woche dorthin. Ja. Und es hilft mir, wieder mich selber zu fühlen und auch zu fühlen, welche Situationen triggert mich vielleicht und warum triggert sie mich? Und das finde ich auch so wertvoll. Ich finde, das sollte man, also ich sage jetzt nicht, Leute, rennt mal als Psychologe und macht das voll geil, aber es gibt, glaube ich, so, so viele Menschen in der Gesellschaft, die es so perfektioniert haben, ihre ganzen schlechten Erfahrungen und Gefühle wegzusperren, die Auslöser davon zu ignorieren, aber trotzdem ein schlechtes Verhalten an den Tag legen, weil sie halt nicht mehr richtig mit ihren Gefühlen interagieren und connected sind. Ich finde toll, dass es so beleuchtet wird. Das ist so schön. Ich denke, dass es für uns beide ein großer Step ist, so aufeinander zuzugehen, weil wir beide ja eher ängstlich sind, verletzt zu werden in Situationen. Und es ist total schön, sich jemandem anzuvertrauen, der auch so verletzlich ist. Oh mein Gott, und die nehmen sich dann auch wirklich kurz die Zeit, in einem Trash-TV-Format das einzublenden. Ich meine, das sollte gang und gäbe sein, aber ich finde es schön, dass die langsam diese Awareness schaffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Princess Charming das ganze Produktionsteam mal ausgetauscht wurde und jetzt ist es einfach so richtig, Leute, wir machen hier eine schöne Sendung draus und man merkt es richtig. Also da muss doch jetzt irgendwas anders sein, oder? Ich denke super viel nach über Situationen und auch noch extrem lange. Ich würde sagen, ich bin noch ein bisschen nachtragend. Ach echt? Ach krass. Leider ja. Leider ja. Leider ja. Ich bin überhaupt gar nicht nachtragend. Und Madeleine baut es sogar eher, dass es seine Situation cut hat und dann ist langsam wieder alles gut oder es ist geklärt. Und wenn man jemanden Nachtragendes hat, dann ist es nicht so was Tolles für sie. Aber ich finde auch schön, dass Melanie das einfach weiß. Also dass sie sagen kann, hey, ich bin leider ein nachtragender Mensch manchmal, weil ich halt noch über Dinge nachdenke und das nicht so schnell abschließen kann. Und nachtragend sein ist ja nicht per se was Schlechtes, sondern einfach, du brauchst halt länger, um mit etwas klarzukommen oder mit etwas zu verarbeiten oder whatever. Und ich finde es schön, dass ich es einfach weiß und einfach auch zugeben kann, weil viele Menschen, die auch nachtragend sind, so, nein, hey, ich nehme alles voll easy, locker. Und sind dann die nachtragendsten, schrecklichsten Menschen ever. Und das finde ich schön, wenn man das weiß. Toll! Leute, es wird emotional. Oh nee, Leute. Ich habe doch PMS. Dann muss es aber leider durch, Nina. Es ist Folge 6. Und ja, das ist die Folge, wo dann herzzerreißende Briefe geschrieben werden und alle heulen. Ich glaube, wenn du PMS hast, dann heulst du mal richtig doll. Wie stellt ihr euch eure goldene Zukunft vor? Notiert eure Wünsche auf einen Zettel und lasst uns gemeinsam in eine strahlende Zukunft blicken. Oh Lord. Ich bin, glaube ich, heute nicht bereit zum Heulen. Hoffentlich wird es nicht zu emotional. Ich heule jetzt gleich schon.
Mit der Zukunft beschäftigen heißt für mich auch gleichzeitig immer zu gucken, okay, was hat in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt nicht gestimmt. Und das sind da viele Sachen bei mir, die mich halt einfach traurig machen. Oh, ich finde Nina einfach die ganze Zeit, wenn man sie sieht, wie ich die ganze Zeit drücke und denke mir so, was bist du für ein toller Mensch? Und ich finde, es stimmt auch so. Also voll viele Menschen so, die Vergangenheit juckt mich nicht, die Vergangenheit ist Vergangenheit, egal was Schreckliches passiert ist, ciao. Und das, so funktioniert das ja nicht. So funktioniert das nicht. Und sich immer wieder mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und gerade wenn man in die Zukunft denkt, um daraus zu lernen, so gut. Das ist so emotional irgendwie. Ich habe so 1000 Vorstellungen von meiner Zukunft. Jetzt muss ich das alles auf so einen kleinen Zettel irgendwie bringen. Und gleichzeitig muss es natürlich auch noch deep und poetisch sein. Man merkt, glaube ich, wieder, Elsa nimmt das jetzt nicht allzu ernst. Sie passt einfach nicht in diese Gruppe. Geh weg! Heulen schon alle die ganze Zeit, weil die so eine krasse Sachen schreiben. Okay, ich will doch nur ein Ferrari haben und ein schönes Haus und genug Geld. Boah, stell dir das gleich mal vor. Alle schreiben wirklich so die schönen Texte. Ich will Akzeptanz in der Welt. Ich will, dass es so und so schön wird. Ich würde für mich persönlich diese Weiterentwicklung haben. Und dann Elsa, ich will ein Ferrari. Boah, mein Gott, da kullern dann alle Tränen. Dann brechen alle Dämme, wenn Elsa da draus haut. Ich freue mich auf die Happy Hour. Ich würde mir die Madeleine gern schnappen und würde irgendwie sagen, hey, du hast mich heute gefragt, ob wir zueinander passen, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich würde so ein paar crazy Dinge auch über mich erzählen, damit du gucken kannst, ob ich zu dir passe. Oh mein Gott, das wird bestimmt Comedy Gold. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen, Nathalie. Das wird wieder ein Cringe-Fest. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht wird es auch krass und gut emotional. Vielleicht wird es sich jetzt letztlich endlich mal öffnen und alle sich denken, oh, das ist die wahre Nathalie. Ich würde es mir wünschen. Das erste Gespräch kriegt allerdings dann die Nina, weil sie hat seit dem Übernachtungsdate nicht mehr wirklich mit Madeleine geredet und da wird es auch mal Zeit, ne? Mir ging es an sich auch gut nach dem Übernachtungsdate, aber es ist einfach viel noch mal mehr hochgekommen, weil wir jetzt mehr Zeit hatten. Ja, und irgendwie, ich merke schon, dass ich schon Druck spüre. Ganz einfach, weil das Übernachtungsdate auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Jetzt weiß sie, jetzt wird es ernst. Vorher war es immer noch so vielleicht ein bisschen Spaß, aber jetzt will sie... Sie will die Madeleine, weil jetzt hat sie wirklich Gefühle entwickelt. Verständlich. Oh, ja. Finde ich süß. Ich bin nicht. Scheiße. I feel you. Lilly. Oh mein Gott, wenn Lilly ein Gespräch crashen will. Ich will doch das Gespräch nicht crashen, aber ich will auch mit der Madeleine reden. Verdammt. Das dauerte jetzt noch ein bisschen, bis sie da ankam und dann war es auch nicht ganz perfekt. Hallo. Soll ich noch was warten? Vielleicht noch ganz kurz, ja Lilly? Kein Problem. Ich habe irgendwie das Gefühl, Lilly wollte nur hochgehen und wieder runter zu laufen. Mehr war es nicht. Ich weiß, das ist das Game irgendwie hier. Danke. Warte. Oh, die Cutie Pies. Und die hatten dann nochmal wirklich einen emotionalen Moment, wo die nochmal ein bisschen gebondet haben. Und, aber die läuft einfach und ich wünsche es mir für Nina, dass sie einfach gewinnt. Ich sehe das. Ich fühle das. Bitte. Das ist eine Rarität. So attraktiv sowieso, aber auch wirklich das Gefühl, wir haben irgendwie gleiche Werte und gleiche Ansichten. Das ist mir schon sehr wichtig. Ja. Mir ist auch bewusst, dass du mit anderen Frauen hier schon weiter bist. Aber ich finde, dass du eine tolle Frau bist. Und bei Lilly merkt man schon, da weiß Madeleine, glaube ich, dass sie die bald rausschmeißen wird. Und da will sie gar nicht mehr so auf viel Hoffnung machen, sondern so, Dankeschön, voll lieb von dir. Ja, du bist auch ganz nett. Also, oder? Also, da kommt von Madeleine jetzt nicht mehr viel zurück. Das bedeutet, da ist bald ein Cut. Wer als nächstes allerdings dann natürlich mit Madeleine reden darf, das muss man ja auch untereinander irgendwie ausbatteln. Und Elsa will. Hast du das? Ich kann so ein Date. Ich gehe heute mal reden. Nee. Doch? Nee. Hatte ich ein Date? Nee, ist mir doch egal. Ganz neue Seite gehabt. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Also sagen wir mal so, wenn Elsa ein Date hatte, ist sie so, ist mir doch egal, ich will die weiter kennenlernen. Wenn andere ein Date hatten, hey, du hattest doch ein Date mit ihr, du musst nicht mehr mit ihr reden. Allerdings hat Gabi auf dem Date nicht mal mit ihr geredet, was auch super traurig ist. Gabi sollte auch eine Chance bekommen, aber Elsa rennt vor. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Happy Hour wird immer weniger happy, ne? Oh mein Gott, was ist mit dir, Nathalie? Das war jetzt auch wieder nicht der krasseste Gag. Was sind das für Lacher die ganze Zeit? Also bei ihr brodelt auch irgendwas. Die Anspannung, die muss raus, ne? Die muss raus. Date hinter Date hinter Date hinter Date. Ja. Und es werden immer weniger Frauen. Voll gut. Okay. Und wenn du gehst?
Ich gehe nicht. Warum nicht? Weil du mich magst. Oh. Oh, und da ist mir Elsa wieder ein bisschen viel zu selbstsicher und so, ah, du magst mich, du findest mich toll. Ich bin halt doch die Allergeilste. Und das ist so, wow. Vor allem gerade auch Martin, oh, es macht mich so traurig, dass immer mehr Leute gehen und Elsa so, ja geil, ne? Wow, da hat sie die Situation ja so richtig eingefangen. Unangenehm! Ich würde gerne filmen, während man dann schläft. Und dann schauen wir das, während wir Sex haben, auch an. Okay, warte mal ganz kurz. Bitte was? Bitte was? Nathalie, was hast du gerade erzählt? Also, das kannst du gerne alles machen, voll cool. Aber du hast dir gerade Madeleine gegrabt, ihr seid noch auf dem Weg zu den Liegen und da hast du einfach das als Random Fact rausgehauen. Das ist so, da wollte, willst du nicht mal ganz kurz sitzen, in die Situation reinfinden, irgendwas erzählen und dann übrigens irgendwie dahin leiten? Nein, die trifft auf Madeleine und haut die Story raus. Und du bist auch nur so, was ist hier gerade passiert? Okay, also erst Sex und Filmen. Und dann nochmal Sex und das anschauen. Ja, aber man kann auch beides währenddessen machen. Man kann ja länger Sex haben. Also, schon wieder so verkauft. Wieso? Oh mein Gott, das ist so random und das ist so seltsam. Vor allem, habe ich das gerade richtig verstanden, dass sie sich beim Sex filmen möchte und am liebsten direkt die Videoaufnahme auf dem Fernseher abspielen lässt, während sie noch Sex haben und die sich dann das Gleiche nochmal von vorne an... Und ist das nicht super verwirrend einfach nur? Hä? Das haben wir gerade gemacht. Hä? Ich blick da nicht durch. Also habe ich das nicht verstanden. Ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne dir so ein paar Dinge über mich erzählen. Gerne. Moment. Jetzt erst? Was war denn gerade diese Sex-Story? War das ganz normaler Smalltalk für dich? Was kommen jetzt noch für crazy Sachen? Ich will es wissen. Also, ich bin eine Person, ich mache Kickboxen und gleichzeitig spiele ich gerne Golf. Golf? Ach, leicht. Oh, Scheiße. Schon cool. Echt? Ja. Boah, Nathalie, du bist aber auch eine crazy Verrückte, du. Was ist hier los? Du spielst wirklich Golf? Nein, aber ich find's cool. Ach so. Hä? Was ist das denn jetzt für eine krasse Story? Ich mach Kickboxen und finde es cool, Golf zu spielen, spiel's aber nicht. Wow, boah. Ohne dieses Wissen könnte Madeleine jetzt nicht mit dir in eine Beziehung eingehen. Also das wäre ja too much. Oh, Nathalie, ey, was macht sie nur? Hallo. Das darf ich euch nochmal stören? Warte kurz, bitte. Kannst du kurz zur Seite gehen? Natürlich. Danke. Warum? Weil sonst Melanie erfahren würde, dass du vielleicht gerne Golf spielen würdest. Ja, aber natürlich, die Privatsphäre sollte nochmal respektiert werden, wurde gemacht. Und dann ging es weiter. Oh mein Gott. Ich hätte dich voll gerne geküsst irgendwie. Weil ich finde das voll wichtig, auch zu gucken, ob das passt. Warte mal ganz kurz, das ist ein crazy Team-Chain. Ihr wart doch gerade noch beim Golf spielen. Und jetzt plötzlich so, ich würde dich auch gerne küssen. Okay, das ist wirklich ein Themensprung. Vor allem, du bist jetzt doch die Person die ganze Zeit gewesen, die sagt, ich möchte dich noch nicht küssen. Und du bist die, also nicht, dass du im Weg stehst oder selber schuld bist, aber so, küsst dir doch einfach, nutzt doch einfach den Moment oder versuch einen Moment zu schaffen, wo man sie dann in Ruhe küssen kann. Und das ist ja wieder nicht der Moment gewesen. Wer allerdings dann später einen Kuss bekommt, ist dann zum Glück Elena, weil sie klatscht dann mal ab. Darf ich dir einen Kuss auf die Wange geben? Ich würde tatsächlich gerne wissen, wie es sich anfühlt, dich zu küssen. Ja. Man könnte es einfach recht wissen jetzt. Und das war tatsächlich deren erster Kuss. Also beide haben ja schon mit Daisy Sau geknutscht, ist ja was anderes. Aber jetzt haben Elena und die Princess in Folge 6 es mal geschafft, auch sich zu küssen. Süß. Oh mein Gott, wie süß! Kurz darauf kommt es allerdings auch sehr schnell zum Themensprung, sondern einfach so, ja, ich glaube, es wird jetzt rumgeflirtet, ist ja auch egal. Wir haben ja noch die Briefe, Leute, und die müssen jetzt einfach mal vorgelesen werden. Ich wünsche mir eine Welt, in der ich ausnahmslos sein darf, wie ich bin und auch lieben darf, wen ich möchte. Okay. Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Partnerin Arm in Arm am Badesee liegen kann, ohne dass ein Cis-Mann uns heimlich filmt. Oh mein Gott, wie weird ist das denn, diese Vorstellung? Und es ist einfach so, das einfach so sexualisiert zu werden und fetischisiert zu werden, wenn da Frauen einfach, ein lesbisches Paar einfach nur rumliegt oder irgendwas macht oder auch sich küsst oder so. Verstehe ich. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ich wünsche mir, dass wir uns frei von Stigmata machen können und mentale Gesundheit kein Tabu mehr ist und wir mehr Raum bekommen. Ja, fühle ich, ja. Also meine zukünftige Partnerin und ich gemeinsam. Oh Mann. Ist auch gar nicht so krass, mein Text. Wir lieben dich. Oh mein Gott, und die sind wieder alle so supportive, zum Glück. Also für uns als Zuschauer zum Glück, damit wir nicht komplett emotional zerstört wurden, haben die es aber auch wirklich so geschnitten, dass man alle Briefe kreuz und quer durcheinander immer wieder gestückelt hört, was ich finde, es war ein Stil, der war nicht ganz gut, aber er hat den Druck rausgenommen, dass man jetzt die ganze Zeit heulen musste. Ich liebe es auch gerade, wie Lilly überfordert war und dann Nina, you go girl, yes,
bin bei dir. Es war alles schön, aber es kam nicht so das ganze Gefühl rüber, wie es sonst rüberkommt bei diesen Briefen in anderen Staffeln, weil ich mochte den Schnitt davon nicht. Wenn Liebe unsere Sprache wäre, was bräuchten wir dann mehr? Ich will in Liebe mit mir und anderen sein und ich will, dass das unsere Priorität wird. Unsere Liebe soll wie das Meer sein. Zunächst noch in all unseren Tiefen unerforscht. Okay, nehmen wir einfach mal so hin. Unsere kleine Runde über unsere Wünsche habe ich als sehr emotional empfunden. Und es war ein total intimer Moment. Und ich habe mich extrem verbunden zu allen Frauen gefühlt. Allerdings ist das gleich komplett irrelevant, weil dann war auch so quasi Cut, Kettenrückgabezeit. Und dann fliegen jetzt einfach drei Leute raus. Also wir sind als Gruppe so zusammengewachsen und so verbunden. Und jetzt könnt ihr bitte gehen. So war das. Und jetzt sehen wir, wer rausfliegt. Du hast wirklich ein unfassbar großes Herz. Ich fühle mich immer super wohl bei dir. Du bist wirklich eine tolle, tolle Frau. Aber die Zeit hat irgendwie nicht gereicht. Gabi hat in dieser Folge auch, glaube ich, nur Misspräsenz gehabt, damit sie jetzt rausfliegen kann und wir alle nochmal wussten, ach, sie war noch da, ne? Ja, ungefähr. Egal, wo du hinkommst, du verbreitest gute Laune, du machst Stimmung. Aber hast auch eine richtig, richtig tiefgründige Seite an dir und das finde ich voll schön. Ich glaube leider aber, dass die Zeit ein bisschen knapp ist. Man kennt's. Und Eisen war irgendwie die Coole in der Villa, aber kam gefühlt nie richtig raus und es war, also aus der Villa raus und hat mit Madeleine auch nicht so viele Connections gehabt. Ich war aber auch immer nur dabei, die Coole in der Villa halt, ne? Weil der Funke ist nicht so richtig übergesprungen. Deswegen würde ich dir die Kette heute abnehmen. Ja, bei Lilly hat man es jetzt auch irgendwie schon kommen sehen. Und jetzt haben wir drei verloren und haben jetzt nur noch sechs Kandidatinnen dabei. Nina, Elsa, Jess, Natalie, Melanie und Alaina. Die sechs. Und da muss ich sagen, also manche sind ein bisschen weiter als andere, klar. Aber es ist schon ein enges Feld, wo es langsam spannend wird. Oh mein Gott, wer wird denn dabei rausfliegen? Weil irgendwie ist bei allen eine gewisse Connection zumindest da. Bei Jess glaube ich am wenigsten, aber bei den anderen fünf schon auf irgendeine Art und Weise schon eine stärkere. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber hier endet natürlich wieder die Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen kleinen Daumen nach oben da ansonsten. Schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Jedenfalls draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.